Okay, dann warten wir noch ganz kurz, bis noch ein paar mehr Leute reinkommen und dann starten wir direkt. Ich sehe, die ersten trudeln ein. Wir haben heute sehr, sehr wichtige Fragen von euch drin gehabt. Es wird sehr interessant. Wir klären alles, wie wir aus diesem Hamsterrad rauskommen, aus der Versklavung. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele Fragezeichen in eurem Kopf und ihr denkt, ja, aber wie soll ich das denn machen, Cecil? Ich weiß gar nicht wie. Und das werden wir heute alles besprechen. Wir gehen das gleich durch. Wir warten nur noch ganz kurz, bis ein paar mehr von euch eingetrudelt sind. Und dann starten wir auch gleich, sagen wir mal, in vielleicht 2, 3 Minuten. Und ja, wie kommt ihr zurecht mit dem Lockdown, mit der Situation? Zweiter Lockdown, dritter Lockdown, vierter Lockdown. Mal schauen, wie weit das noch geht. Ich bin mal gespannt. Darüber werden wir auch ein bisschen sprechen, beziehungsweise wir werden darüber sprechen, ja, wie man damit umgehen kann. Okay, nicht wundern, zwischendurch werde ich immer ab und zu mal Prost sagen, meinen Sencha-Tee. Den brauche ich immer, wenn ich zu viel rede, dann ist mein Mund trocken. Genau, dann schauen wir mal. Okay, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir starten jetzt einfach. Und ihr habt mir einige Fragen gestellt und die waren auch sehr gut. Und das sind auch oft die gleichen Fragen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Also wir werden jetzt mal besprechen, was wir so also besprechen. Also eine kleine Übersicht. Und dann am Ende gucke ich nochmal eure Fragen an. Und nachdem alle Fragen beantwortet sind, ja, wird eine kleine Überraschung kommen oder wie auch immer, da müsst ihr unbedingt dranbleiben, also bis zum Ende auf jeden Fall durchziehen und ich freue mich sehr. Also, dann lass uns mal starten. Womit starten wir? Wir starten damit, was war mein Beweggrund? Wie habe ich meinen Weg herausgefunden aus diesem Hamsterrad? Erstmal muss man ja realisieren, dass man im Hamsterrad ist. Da muss man ja über viele Wege, ich musste mir das echt erkämpfen, da rauszukommen. Aber wie bin ich aus dieser Situation rausgekommen? Das besprechen wir als erstes. Dann besprechen wir ein bisschen, wie man zum Beispiel mit der aktuellen Situation umgeht, dass man gesteuert wird, kontrolliert wird. Das besprechen wir. Dann besprechen wir ja den Grundsatz vom Matrix-Prinzip, sprich den Baum des Lebens. So, das Rad des Lebens habe ich öfter gesagt, oder man kann es auch anhand eines Baumes demonstrieren, worum es geht. Es geht nämlich nie um einen einzelnen Bereich, nie nur um Geld verdienen oder so, sondern es geht um verschiedene Bereiche. Das werden wir besprechen. Dann besprechen wir die Teile des Hamsterrads. Ich sage es ja auf Instagram sehr oft, aber obwohl ich so oft sage, kommen immer wieder Fragen genau dazu. Deswegen werden wir darauf auch nochmal eingehen. Dann besprechen wir auf jeden Fall, ja, ob das Coaching, also das Matrix-Prinzip, nur Videos sind oder ob, ja, oder ob ich auch persönlich berate oder was der Vorteil ist. Ist es ein Vorteil, wenn ich dich persönlich berate oder ist es eher ein Vorteil, wenn es als Coaching ist, dass du die Videos immer gucken kannst. Dann besprechen wir so ein bisschen den Inhalt vom Matrix-Prinzip, also was da so drin ist über die Wochen. Dann besprechen wir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele denken, ja, okay, Sessi, ich bin im Hamsterrad, aber was soll ich denn jetzt machen? Also was ist der erste Schritt? Wie kann ich jetzt da rauskommen? Ich meine, ich habe meinen Job, was soll ich denn jetzt machen? So, und das ist der nächste Punkt, den wir besprechen, sehr, sehr wichtig. Dann, wie lange dauert das Coaching zum Beispiel? Braucht man noch irgendwas Besonderes an Equipment oder so, um das überhaupt machen zu können? Dann eine ganz, ganz wichtige Frage: Wie findet man seinen Traumberuf? Also, dass man sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, dass ich die ganze Woche nur auf Freitag warte, dass ich mein ganzes Jahr nur auf einen Urlaub warte, der eine Woche dauert im Jahr. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte was haben, wo ich, ja, wo ich richtig heiß drauf bin, wo ich jeden Morgen aus dem Bett springe und sage, hey, cool, ich möchte heute das und das erreichen. So, also wie findet man den Traumberuf? Weil ganz viele, ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst, sagen, ich weiß nicht mal, was mein Hobby ist oder was mein Traumberuf ist. Was soll ich denn machen? Ganz wichtiger Punkt, das werden wir auch besprechen. Und dann auch wichtige Punkte, habe ich denn genug Zeit, das noch zu machen? Also habe ich genug Zeit, mich aus dem Hamsterrad zu holen? Dann besprechen wir, ja, was ist, wenn ich es versuche, aber nicht schaffe? Und dann so ein bisschen Fehler. Und wie kann ich mir im Endeffekt dann auch Coaching leisten? Oder was müsste ich investieren, um aus dem Hamsterrad zu kommen? Und da kann ich auch ein paar Storys aus meinem Leben erzählen, was ich so in meiner Zeit gemacht habe. Genau, und das ist erstmal so, das sind so die wichtigsten Fragen. Und danach werde ich nochmal in eure Fragen von jetzt reingucken. Und dann werden wir nochmal, wenn noch offene Fragen sind, alles besprechen. Okay? So starten wir. Jetzt starten wir erstmal mit einem Schluck Sencha-Tee. Sehr gesund, sehr gesund. Schmeckt zwar nicht so gut, aber ist sehr gesund. Genau. Okay, dann starten wir.
Wie war es bei mir? Also für mich aus dem Hamsterrad rauszukommen, ist nicht so leicht gewesen, weil ich bin nicht jemand, der aus einem reichen Elternhaus kommt, oder ich habe wirklich so, ja, ganz unten angefangen, so mit eigentlich keinen Voraussetzungen. Also wie konnte ich es schaffen, dass ich jetzt auf der Welt lebe, wo ich leben will? Wie konnte ich das ganze Hamsterrad verlassen, dass ich nicht mehr meine Zeit gegen Geld tausche, dass ich das mache, was mir gefällt, dass ich keinen Chef vor der Nase habe und so. Und im Endeffekt geht es immer, egal was ich in meinem Leben gemacht habe und auch was du in deinem Leben machst, geht immer auf Emotionen zurück. So, und gerade Schicksalsschläge auch in meinem Leben haben immer dazu geführt, dass ich dahin gekommen bin, wo ich hingekommen bin. Also es kommt immer darauf an, wie gehst du selber mit einer Situation um? Wie du ja vielleicht weißt, hat mir mein Arzt damals schon, da war ich 10, gesagt, ey, du wirst niemals in deinem Leben Sport machen können, weil ich hatte eine Meniskusoperation, der war kaputt und so, und Wachstumsstörungen auf der anderen Seite in den Knien, beide kaputt. Und mein Arzt hat mir gesagt, ey, du wirst niemals Sport machen können. Und ich habe aber eigentlich Sport geliebt. Da habe ich gedacht, entweder könnte ich jetzt einbrechen und sagen, hey, das hat der Arzt gesagt, was soll ich mit 10 Jahren? Oder man kann sagen, nee, ich höre da nicht drauf. Also ich will mich da rauskämpfen, ich will das aber, und deswegen gebe ich jetzt richtig Gas und ich zeige es ihm und ich zeige ihm, dass er keine Ahnung hat, und ich werde Profisportler. So, und das habe ich auch gemacht. Oder meine Mitschüler haben mich ausgelacht, weil ich dick war. Ich weiß noch, wie die mich ausgelacht haben, wie ich gelaufen bin beim Sport und meine Beine geschwabbelt haben. So, und ich kann mich auch an eine Situation erinnern, da es wurde ja immer so Mannschaft, und dann wählst du ein, dann wählst du jemanden, dann wählst du jemanden, dann wählst du jemanden. Und beim Fußball haben die mich als Letztes gewählt, also wirklich als Allerletztes, nach dem letzten Mädchen. So, und das war für mich natürlich, das sind so Situationen in meinem Leben gewesen, da habe ich gesagt, boah, ey, ich werde es denen zeigen. Und dann habe ich irgendwann diesen Film Rocky gesehen und habe gesagt, ich will so ein cooler Sportler werden. Ich will vor tausenden Menschen Sport machen. Ich will, dass die mir zujubeln. So, und im Endeffekt wollte ich nur Anerkennung. So, das weiß ich natürlich erst viele, viele Jahre später. Aber das war eigentlich der wirkliche Grund. Also ich habe nur einen Weg gesucht, wie ich das bekomme, was ich emotional brauche. Und das ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und ich hatte mehrere Klickmomente in meinem Leben. Und ein Klickmoment zum Beispiel, warum ich auch finanziell gesagt habe, ich muss aus dieser Versklavung rauskommen. Also zum Beispiel einen Job haben, wo ich weiß, dass ich bis zur Rente nur so und so viel verdienen werde. Und egal, ob ich mal 5 oder 10% mehr verdienen werde, ich werde niemals viel mehr Geld haben. So, und die Statistik ist ja so, dass 50% von uns einmal im Leben die Diagnose bekommen, Krebs. So, und wenn du die Diagnose bekommst, zum Beispiel Krebs, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst den, ja, schulmedizinischen Weg, da habe ich ja schon öfter Studien verlinkt, 2% Chance, dass man dann da durchkommt. Das habe ich gedacht, ist echt nicht toll, so die Chance. Aber wenn man den alternativen Weg wählt, mit Infusion, mit Aufbau, mit Wärmetherapie, da gibt es so viele alternative Sachen, dann wirst du 100.000 Euro in einem Jahr durch, wenn du alles machst. Und dann hast du noch nicht mal die Garantie, dass das auch funktioniert. So, und ich war in meinem Leben in der Situation, dass ich jemandem helfen musste. Und das ist schwer, wenn du auf einmal eine Rechnung bekommst von 100.000 Euro und du gar nicht weißt, ey, wie soll ich nochmal da die Infusion für 5.000 und da für 5.000? Und überleg mal, 50% von uns werden einmal vor dieser Situation stehen. Und das war für mich so ein Klickmoment, dass ich gesagt habe, hey, egal was ist, ich will in meinem Leben nie wieder in der Situation sein, dass ich mich da nicht rauskämpfe, dass ich, wenn irgendjemand aus meiner Familie oder Menschen, die mir nahestehen, diese Diagnose haben, dass ich nicht sagen kann, ja, ich könnte die Arztrechnung jetzt bezahlen. Ich kann es bezahlen. So, also das waren so Klickmomente und Schlüsselmomente, Schicksalsschläge in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich kann entweder damit so umgehen, dass ich sage, ah ja, nee, die sind alle schuld, der Arzt ist schuld, ich kann keinen Sport machen, die Mitschüler sind alle blöd, weil die haben mich ausgelacht und ich bin hässlich und ich bin fett und alle sind schuld. Ich kann keine Rechnung bezahlen, ich kann niemanden retten, alle sind schuld. So, oder man kann sagen, nein, ich muss da rauskommen. So, und für mich in meinem Leben war es immer so, mit schlechten Voraussetzungen aus St. Pauli, Hamburg, Brennpunkt, echt schwierig. Für mich war es immer so, nein, ich wusste, ich muss mich da rauskämpfen. So, und
ist genau die gleiche Situation mit dem Lockdown gerade. Okay, wie sieht man das? Ja, ey, die sind schuld, ich habe meinen Job verloren. Ich kriege dann auch so viele Nachrichten. Ja, Cecil, nee, ich bin nicht schuld, weil ich habe meinen Job verloren. Und das ist nur wegen der Situation und da kann ich ja nichts dafür. So, oder man kann sagen, hey, in was für einer Situation sind wir, dass die über mich entscheiden, dass ich nicht unabhängig mein eigenes Business aufbauen kann, dass mir kein Arbeitgeber irgendwie sagt, hey, guck mal, du musst dich jetzt impfen lassen oder du musst jetzt das machen. Ich kann auch denken, ey, das kann, wie, der soll über mein, ich muss ihm Bescheid sagen, ob ich zu einem Geburtstag in meiner Freizeit gehe. Wo kommen wir hin? Also man kann es auch so sehen, dass man sagt, ey, das ist jetzt definitiv der letzte Moment, wo ich sage, es reicht. Ey, bis hierhin und nicht weiter. Weil das mächtigste Wort im Universum heißt nein. Nein, ich mach's nicht mehr mit. So, und deswegen, da muss man sich dann rauskämpfen. Und das war für mich immer der Moment, ja, die Schicksalsschläge gerade, die mich geprägt haben. Und genau, das besprechen wir auch hier, weil für mich ist das größte Ziel natürlich, dass du genauso das siehst, genauso rauskommst, dass du frei wirst und dich abkoppelst von diesem System. Und ja, deswegen, also es geht im Endeffekt um den Baum des Lebens. Also der Baum des Lebens heißt, stell dir einen Baum vor. Was ist unten das Fundament, die Wurzeln, die in den Baum, in den Boden runtergehen? Die Wurzeln, das ist deine Gesundheit. Ohne deine Gesundheit, da wird jeder sagen, ja, Cecil, 100% hast du recht. Ohne deine Gesundheit kippt der Baum um, du hast gar nichts. Das heißt, es bringt nichts im Leben, wenn man nur denkt, ah, ich muss jetzt Geld verdienen. Okay, alles klar, ich verdiene jetzt Geld und ich nehme Drogen, damit ich kaum noch schlafen muss, damit ich besser arbeiten kann und ich rauche und ich trinke Alkohol, um den Stress zu kompensieren. Das bringt gar nichts. Dann kippt der Baum um, ist fertig. Das heißt, die Wurzeln sind wichtig, deine Gesundheit. Dann der Baumstamm. Der Stamm ist dein Mindset. Wie siehst du Sachen? Siehst du Sachen so, dass du sagst, ach, hey, Lockdown, sorry, die sind alle schuld. Ich kann nichts dafür. Mein Lehrer, der ist schuld, weil der war ganz böse zu mir früher. Oder der Arzt ist schuld, ich darf keinen Sport mehr machen. So, oder hast du den Mindset wie ein Baumstamm und sagst, nein, ey, sag mir mal, für mich ist die größte Motivation, wenn mir jemand sagt, schaffst du nicht. Oder haha, das und das. Dann sage ich, warte mal kurz. Okay, in 10 Jahren, alle meine Klassenkameraden folgen mir heutzutage. Die sind alle übergewichtig, krank und fragen mich, Cecil, kannst du mir Tipps geben? So, das ist der Mindset. Und dann neben dem Mindset, dann kommt es auf die einzelnen Äste an. Wie sind die Finanzen? Wie kannst du lernen, weil wir lernen es ja nicht in der Schule, wie kannst du lernen, finanziell frei zu werden? Wie kannst du lernen, unabhängig von irgendjemandem Geld zu verdienen? Unabhängig. So, das sind Äste. Oder wie ist dein Stresslevel? Wie sind deine Beziehungen? Hast du es gelernt, wie man tolle Beziehungen hat? Weil wir denken heutzutage irgendwie komischerweise so, jeder weiß, wenn wir eine Sportart lernen müssen, wissen wir müssen es lernen. So, wir denken nicht, ah, irgendwann kann ich einfach Kitesurfen. Ich muss es nicht lernen, ich kann es einfach irgendwann. Warum denken wir das? So, aber über das Wichtigste, Beziehungen, wie laufen meine zwischenmenschlichen Beziehungen? Da denken wir, das passiert alles automatisch. Oder wie man Geld verdient. Weil wir lernen zwar im ganzen Schulsystem, wie man perfekt, wie eine Drehschraube, im Großen und Ganzen, wie du perfekt den Mund hältst und für deinen Arbeitgeber Umsatz generierst. Das lernst du. Du lernst nichts anderes. Das ist das System. Du lernst nicht, frei zu werden. So alleine dieses Freiwerden, keine Termine vordiktiert zu haben, Zeit nicht von Geld zu, an Geld nicht zu koppeln, ortsunabhängig zu arbeiten. Alleine diese Punkte werden schon nie behandelt. So, also natürlich müssen wir die einzelnen Faktoren von dem Baum lernen, weil wir es nie vorher haben. Und das ist der Grundbaustein von da rauskommen. Es passiert nicht von alleine. Was passiert von alleine? Dass wir 30 Jahre im gleichen Job bleiben, dass wir in 30 Jahren eine Rente kriegen von 700 Euro. Das passiert alleine. Dass wir in 30 Jahren vielleicht 10% mehr Gehalt kriegen. Aber wir wissen, die Inflation ist in 30 Jahren da und wir haben 50% weniger Geld. Und alleine das zu realisieren, dass man sagt, ey, Moment mal, das ist ein scheiß Deal.
Ich muss mich da rauskämpfen, ich muss es lernen. Alleine das ist schon schwer. Aber das ist der Baum des Lebens, darum geht es. Also darum geht es zum Beispiel auch im Matrix-Prinzip. Das ist nicht nur eine Sache, es ist nicht nur Geld verdienen. Du kannst Milliardär sein und total gestresst und dich selbst umbringen, weil du jetzt auf der Liste der Milliardäre nicht mehr auf Platz 14, sondern auf Platz 27 bist. Da gibt es Fälle, die haben sich umgebracht. So, also das ist halt das Ding. Und was ist das Hamsterrad? Jetzt der nächste Punkt. Ich erkläre es auch oft auf Instagram und so, aber diese einzelnen Punkte, die zu verstehen, ist trotzdem sehr schwer. Also selbst, ich habe hier gerade in Dubai einen Freund getroffen und der guckt eigentlich alle meine Storys zu und ich erkläre das. Aber trotzdem hat er diesen Punkt nicht verstanden, obwohl ich es doch fast jeden Tag erkläre. Was ist das Hamsterrad? Das Hamsterrad ist Punkt Nummer eins, wenn du deine Zeit an Geld koppelst. Also wenn du für deinen Verdienst deine Lebenszeit hingibst. Das ist immer ein schlechter Deal. Und Regel Nummer eins müsste immer sein, dass du nebenbei dir aufbaust, dass du aus diesem System rauskommst. Ich will nicht, dass du morgen den Job aufgibst und dann auf einmal bist du vor dem Nichts. Nein, nebenbei aufbauen. Ich habe alles in meinem Leben immer nebenbei aufgebaut. Neben Schule jeden Tag 4 Stunden Basketball trainiert. Ich wollte Profi werden. Neben Basketball alles gelernt mit Personal Training, Fernstudium. Neben Personal Training dann Immobiliengeschäft aufgebaut. Neben Immobilien und Personal Training Nahrungsergänzung und einen Social Media Kanal aufgebaut. So, also das kam alles immer nebenbei. Es geht alles nebenbei. Aber auf jeden Fall, die Zeit nicht mehr gegen Geld zu tauschen, ist das Fundament. Weil egal, was du für einen tollen Job hast und sagen wir auch eine Star-Anwältin in Hamburg, die kriegt dann pro Gerichtstag 2.000 Euro. Okay, sagen wir mal, du hast dann 10 Gerichtstage im Monat, dann hast du 20.000 verdient und sagen wir, die anderen Tage verdienst du natürlich nicht so viel wie an Gerichtstagen, verdienst du, keine Ahnung, sagen wir mal nochmal 20.000. Dann hast du aber trotzdem die Hälfte an Steuern weg, dann musst du noch Mitarbeiter bezahlen, Kanzlei bezahlen. Was bleibt dir da? Dir bleiben vielleicht 8.000 Euro. Und das ist top, top, top Beruf, wenn du studierst, wenn du jahrelang Erfahrung sammelst und so. Das ist schon wirklich Star-Anwalt. So, das heißt, egal, du kannst nie komplett frei werden, wenn du deine Zeit gegen Geld tauscht. Weil es kein guter Deal ist, weil deine Zeit endlich ist und weil du zum Beispiel nicht skalieren kannst. Weil ich kann den Tag nicht skalieren. Wenn ich an einem Tag Summe X verdiene, dann bleibt es bei der Summe X. Wenn ich zum Beispiel, und da mache ich auch immer die Beispiele über Kunden, die Freund von mir, der Kabel verkauft, der macht 33 Millionen Umsatz im Jahr mit Kabeln. Oder ein anderer Kunde aus dem Immobilienbereich, der verkauft Feuerzeuge. So, und es ist egal, ob er ein Feuerzeug oder 5.000 am Tag verkauft. Ist völlig egal. Er muss nicht dafür dastehen. Wenn das Business läuft, wenn er ein gutes Marketing hat und auf einmal heute eine geile Aktion hat und er verkauft 5.000 Feuerzeuge, dann ist es viel mehr. Das heißt, wir müssen lernen, die Zeit, unsere wertvolle Zeit nicht mehr gegen Geld einzutauschen. Das ist wichtiger Punkt, dass man skalieren kann und dann, dass man ortsungebunden arbeiten kann. Und das ist natürlich alles ein Aufbau und das ist jetzt noch für dich sehr abstrakt und du denkst so, okay, alles klar, ich verstehe das gar nicht, aber was soll ich denn machen? Ich bin hier im Büro. Ja, genau. Deswegen machen wir ja dieses Webinar hier, damit du das verstehst und wir besprechen später die ersten Schritte, die du machen musst. Also wie kann man ortsungebunden arbeiten? Wie kann man sich keine Termine vordiktieren? So, und ich mache ja auch alles selber, was ich sage. Also ortsungebunden kann ich zum Beispiel meine Nahrungsergänzung verkaufen. Das ist auch von meiner Zeit abgekoppelt, weil egal, ob ich eine Packung Vitamin D verkaufe am Tag oder 5.000, das hat nichts mit meinem Alltag zu tun. So, man hat natürlich dann einen Automatismus, der dahinter ist. Man hat einen Logistiker, der dann verschickt und so. Man baut sich das alles auf, aber dann, ob einer kauft oder 5.000, ist völlig egal. So, ortsungebunden. Kannst du ein Business machen, wo du ortsungebunden bist? Wie der Kunde von mir mit den Feuerzeugen, der war in Dubai und hat dann gesagt, ja, die Frau hat dann gesagt, ich habe hier meinen Laptop auf dem Tisch, ich gucke hier die Bestellung an, ja, und dann mache ich einmal Klick und dann so, egal von wo aus. So, das heißt, das ist das Hamsterrad. Wir müssen langfristig versuchen, da rauszukommen. So, und wie kommt man da raus? Also wir besprechen gleich noch die ersten Schritte und so, aber erstmal vom Grundsatz her, damit wir das verstehen, weil
Es ist wirklich nicht leicht. Und ich sage das immer wieder, weil es wirklich nicht leicht ist. Und wenn du in einer Situation bist, dass du jetzt denkst, ja, Cecil, das hört sich alles gut an, aber hey, wie? Weil, wie soll ich anfangen? Dann verstehe ich das. Weil als ich gedacht habe, okay, ich biete Personal Training an, ich bin echt ein guter Personal Trainer. Alle Kunden, die ich hatte, sind erstmal Jahre immer bei mir geblieben und ich hatte sofort Erfolge mit denen. Und dass ich verstanden habe, dass ich nicht meine Zeit gegen Geld tausche mit einem Kunden, sondern dass ich ein Online-Coaching aufbaue, wo mehrere Menschen am Tag mein Coaching kaufen können und ich erkläre alles das, was ich sowieso mit den einzelnen Kunden immer wieder. Ich sage mit jedem Kunden, sage ich, jedes Mal aufs Neue wieder genau das Gleiche. Mit Ernährung, mit dem, wie man das macht, wie man das. Alles erkläre ich immer wieder neu. Da habe ich gedacht, hey, warum erkläre ich das immer wieder neu? Bin ich irgendwie eine Schallplatte, die man immer wieder neu? Das hat mich genervt. Da habe ich gedacht, nein, ich bin zu gebunden. So, und dann habe ich das halt als Coaching aufgebaut und dann ist es egal, ob einer am Tag kauft oder 5000 Leute. Aber das ganz Wichtige, was wir verstehen müssen, ist, man kommt dann nur raus, wenn man es lernt. Und ich mache das Beispiel von Mark Cuban, weil das Beispiel ist wirklich sehr krass. Er ist ja auch in diesem Blockchain, in der Technologie drin und er sieht, oh, okay, Blockchain ist sehr viel Potenzial, wie man das aufbauen kann. Ist praktisch Internet 2.0. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall investiert er auch da rein. Und er ist ein Milliardär. Ihm gehören zum Beispiel die Dallas Mavericks, also eine NBA-Mannschaft, die auch mal den Titel gewonnen haben und so. Also ein richtig bekannter Investor auch in Amerika. Und er sagt, ich lerne, ich gucke gerade Tutorial-Videos und lerne, wie man auf Blockchain-Technologie programmiert. Also denke ich mir, krass, das ist der richtige Mindset. Er lernt als Milliardär, wie man auf Blockchain-Technologie programmiert. Und wenn ich dir jetzt ein Video, und ich verstehe es auch null, wenn ich dir ein Video jetzt zeige, es gibt so Videos im Internet, da sind dann 9 Stunden so ein Workshop, wie man das programmiert. Du verstehst gar nichts. Du verstehst nur ZX, jetzt machst du X, kopieren X. Ich verstehe nur XX. So, aber er als Milliardär ist sich nicht zu schade, es zu lernen, weil er sagt, wenn ich das lerne zu programmieren, dann kann ich besser mich da reinversetzen und dann kann ich besser investieren, weil dann weiß ich, ob das richtig Potenzial hat. Was sagst du dazu? Ein Milliardär. Aber wir sind so, dass wir sagen, ja, och, finanziell unabhängig wäre nicht schlecht, aber was muss ich da jetzt? Was lernen? So, wir wissen doch, dass alles, was wir jemals gelernt haben, alles, was wir können, müssten wir gelernt haben. So, egal jetzt, ob gehen, ob essen, kannst dich noch erinnern, wie du am Anfang gegessen hast, da war die Gabel hier und ins Ohr und hast überall, konntest es nicht. So, selbst laufen. Konntest du einmal dich hinstellen und bist sofort gelaufen? Nein, die meisten nicht. Wir sind immer wieder hingefallen. Das heißt, egal ob eine Sportart, egal ob eine Sprache, ey, wie lange müssen wir eine Vokabel lernen, um die zu checken? Immer wieder. So. Aber wir denken, alles klar, ich muss einen Sport erlernen, da gehe ich dann zum Trainer. Aber wir denken, dass das mit finanzieller Freiheit, dass das mit emotionaler Freiheit alles umsonst kommt. Also zum Beispiel, man hat eine Beziehung, man versteht sich nicht mehr mit dem Partner und so. Okay, und wie viele Bücher hast du danach dazu gelesen? Wie hast du daran trainiert? Also es sind ja verschiedene Schritte, aber wir müssen erstmal so im Grundsatz verstehen, dass man es lernen muss. So, das ist erstmal das Wichtigste zu verstehen. Und darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber erstmal möchte ich jetzt sagen, zum Beispiel bei dem Matrix-Prinzip, also bei meinem Coaching. Da werde ich ja oft gefragt, okay, Cecil, aber ist das eine persönliche Beratung oder ist das nur, und das ist das, was dann keiner versteht, oder ist es nur ein Videokurs? Und da sage ich, wie ich es vorhin beim Personal Training gesagt habe, es ist nicht nur, sondern es ist viel effektiver. Warum ist es effektiver? Weil das, was ich sage, das kommt ja persönlich von mir. Ich kriege immer die Fragen. Und es ist egal, über was ich ein YouTube-Video mache. Wenn ich ein YouTube-Video mache, hey, gerade jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, ist ein Immobilienkauf vielleicht nicht sinnvoll, weil die Leute werden natürlich alle pleite gehen und dann werden die Immobilienpreise
höchstwahrscheinlich runtergehen, weil viele Leute werden verkaufen müssen. Und wenn eine Schwemme auf den Markt kommt, dann wird der Preis einfach günstiger. Jetzt kaufen alle weg, weil alle das Geld loswerden wollen und in Sachwerte investieren wollen. Aber irgendwann, wenn es kippt, müssen die Leute verkaufen. So, ich sage meine Begründung und ich mache ein Video darüber. Und genau nach dem Video kriege ich 50 Nachrichten. Cecil, ich wollte jetzt eine Immobilie kaufen. Was würdest du mir persönlich raten? Da sage ich, ich habe doch persönlich das Video gemacht. Also das ist doch meine Meinung. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel was erzähle zu, wie du Muskel aufbaust oder Überernährung oder Fitness, Problemzonen, das bin ja ich. Ich sage das ja. So, das heißt, das in Videoform zu haben und jetzt zum Beispiel 100 Videos zu haben, wo ich zu jedem einzelnen Bereich coache und sage, hey, okay, alles klar, so läuft das so, ist viel effektiver. Weil wir wissen, also das ist eine Wissenschaft, es gab einige Studien dazu, dass man nur 10% von einem Seminar, das man hört, aufnehmen kann. Also auch jetzt. Du kannst von dem Ganzen, was wir jetzt hier heute besprechen, maximal 10% aufnehmen. Der Rest ist weg. Kannst du mal in 2-3 Wochen kannst du mal aufschreiben, was du noch von jetzt erinnerst. Und 90% werden weg sein. Das heißt, das Wichtigste ist die Wiederholung. Das ist so wichtig. Und deswegen ist es als Videokurs viel effektiver, weil du es immer wieder gucken kannst und immer wieder mehr verstehst. Und es ist auch bei Filmen, du kennst das. Wenn du einen Film manchmal ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal guckst, dann denkst du, oh krass, haben die das beim letzten Mal auch gesagt? Habe ich gar nicht gehört. So, das ist einfach so, weil dein Geist kann es nicht alles aufnehmen. Das ist Fakt. So, deswegen ist es halt so, dass ein Videokurs viel, viel effektiver ist. Jetzt gucke ich mal zum Inhalt. Also Inhalt im Matrix-Prinzip zum Beispiel, wir gehen alles durch. Emotional, Stressreduzierung. Ich gucke mal ganz kurz in die Übersicht, mal schauen, ob ich dir das hier zeigen kann. Okay, jetzt kann ich den Bildschirm freigeben. Und zwar hier. Okay, jetzt müsste es klappen. Jetzt seht ihr die Übersicht. Also, im Endeffekt sind es 52 Wochen jetzt in dem Coaching, aber nur, dass ihr mal das versteht, das Grundprinzip. Hier sind pro Woche bekommt man ein Video. Und ein Video pro Woche basiert eigentlich auf 20 Jahren Erfahrung. Also ich habe bestimmt zu jedem Video, zu jeder Woche, zu jeder Coaching-Woche habe ich bestimmt, 10 Bücher gelesen oder Hörbücher gehört. So, und raus aus der Matrix, das ist einfach den Kopf zu öffnen oder hier Job. Also alleine in Woche 3, da ist, also bei den meisten, die meisten schreiben mir zurück, boah, Cecil, Woche 3, das habe ich nicht geschafft. Also da ist echt mein Kopf explodiert. Und das ist absichtlich genauso gemacht. Warum ist das absichtlich genauso gemacht? Wie baust du einen Muskel auf? Einen Muskel baust du auf, indem du nur so machst und dann alles okay? Nein, du baust einen Muskel nur auf, du entwickelst dich nur, wenn die Belastung so hoch war, dass der Muskel es nicht schafft. Der Muskel sagt dann, das war viel zu viel. Wenn ich so eine Belastung nochmal bewältigen möchte, dann muss ich jetzt mal mehr Muskeln aufbauen. Und genau das gleiche Prinzip ist auch bei finanzieller Freiheit, bei Beziehungen. Du musst dein Gehirn und deine Sichtweise so öffnen, und das ist schwer. Du kommst an Grenzen, weil du denkst, oh, mein Kopf, es ist zu viel, ich kann jetzt nicht mehr so. Und genau das ist der Effekt, den man haben will, weil nur so kann man sich entwickeln. Weil der Unterschied zwischen dir und irgendeinem sehr, sehr erfolgreichen Mensch ist nur das hier oben, weil die Menschen anders denken. Wenn du anders denkst über Sachen, handelst du anders. Und wenn du anders handelst, hast du andere Erfolge. So, das ist das Grundprinzip. Und das ist halt hier im Matrix-Prinzip, es ist ein totaler Crashkurs, weil die Aufgaben, die hier drin sind, sind so krass, dass du einfach von dem Blickwinkel her ein komplett neues Leben haben wirst. Und diese Techniken hier, zum Beispiel die Anti-Stress-Technik in Woche 7, also ich kriege jeden Tag 30, 40, 50 Nachrichten, dass mit diesen Übungen, mit den Techniken aus dem Matrix-Prinzip, dass ihr euer Leben komplett geändert habt und dass ihr alleine mit dieser Technik
die Leute schreiben mir jeden Tag, alleine mit dieser Woche, mit der Technik aus Woche 7, hat sich das ganze Coaching gelohnt. Ich bin nicht mehr genervt auf meine Kinder. Ich war früher immer genervt mit meinem Ehemann, mit meinen Kindern. Seit dieser Woche, die Woche hat mir die Augen geöffnet. Ich habe geweint. Seitdem habe ich einen komplett anderen Mindset und ein ganz anderes Leben. Mit einer Woche. Oder hier sind so viele Sachen zur finanziellen Freiheit, zu wie man jeden Monat einfach komplett Geld aus dem Fenster schmeißt. Ihr könntet, jeder könnte, weil es ist immer so, oh, ich habe finanzielle Probleme. Aber dann auf der anderen Seite mache ich Fehler, die mich jeden Monat 800, 900 Euro kosten. Ich verschenke jeden Monat 900 Euro. Und das ist jetzt unabhängig von, wie man das gut anlegen könnte, das Geld, und über die Zeit dir noch viel mehr mit Zinseszinseffekt dir noch mehr bringen würde. Das heißt, weil wir uns nicht weiterentwickeln, deswegen denken wir, ja, wir haben Geldschulden, ja, genau, das ist ja das Problem, weil wir uns da nicht weiterentwickeln, weil wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben, die wir alle ungenutzt lassen. So, und das war jetzt nur mal, ich will nicht ganz runterscrollen, dass du nicht alle Wochen siehst. Ups, warte. Genau, aber das war nun mal so eine Übersicht, was wir alles durchgehen. Wir gehen finanzielle Freiheit durch, wir gehen emotionale Freiheit durch, wir gehen Stress durch. Mit den Techniken, die ich da sage, kann man keinen Stress mehr empfinden. Also die Nachrichten kriege ich jeden Tag. Dann Zeitmanagement, wie viel Zeit wir haben, was wir für Zeit nutzen können, um weiterzukommen im Leben. Das ist unfassbar. Und diese ganzen Bereiche im Leben, diese ganze Baum, alles, was ich gesagt habe, ist praktisch das Fundament dafür, dass man aus diesem Hamsterrad rauskommt, dass man sich nicht mehr kontrollieren lässt. Weil wenn du frei bist, wenn du emotional frei bist, wenn dich der Lockdown nicht komplett fertig und depressiv macht, wenn dein Partner dich anschnauzt, aber dich das kalt lässt, dann bist du nicht angreifbar. Du bist nur angreifbar, wenn du es an dich ranlässt. Und das ist eine Kombination aus emotionaler Freiheit, finanzieller Freiheit. So, dein Arbeitgeber kann dich nur unterdrücken, wenn du finanziell von ihm abhängig bist. Wenn du sagst, hey, ich verkaufe Feuerzeuge, ich verdiene jeden Tag 10.000 Euro, was wolltest du mir jetzt gerade sagen? Dann bist du nicht angreifbar. So, du willst deine Macht nicht aus der Hand geben. Du kannst sonst nie glücklich werden. Und das, was ich jetzt sage, versteht jeder, aber das kann man nicht so leicht umsetzen. Nur das zu verstehen, wenn ich dir jetzt sage, beim Tennisspielen, so geht die Vorhand, du machst die Vorhand nach oben als Topspin, damit der Ball sich so dreht. Du machst eine Unterhand, damit der Ball sich rückwärts dreht. Wenn ich dir das erkläre, dann sagst du, ja, verstehe ich. Aber du kannst es ja nicht anwenden. So, und das sind genau die Punkte, wie man ja das verstehen muss und dann auch anwenden muss. So, und das sind halt die ganzen Punkte, da sind noch viel mehr. Aber im Grundsatz ist es das, dass wir im Matrix-Prinzip die verschiedenen Bereiche in deinem Leben durchgehen und daran arbeiten. So, und jetzt kommen wir zu der Hauptfrage eigentlich, wie kann man konkret starten? Also Cecil, wie starte ich jetzt konkret? Ich bin irgendwo im Büro, ich mag meinen Job nicht, ich gehöre zu den 75%, die ihren Job nicht mögen, aber ich weiß ja gar nicht, was soll ich machen, wie kann ich denn konkret starten? Prost! So, und konkret starten, habe ich schon mal angedeutet, es ist immer so, wir müssen es erstmal realisieren. Also alleine das zu realisieren, ich bin im Hamsterrad, ich tausche meine Zeit gegen Geld, ich will nicht mehr meine Zeit gegen Geld tauschen, ich will nicht mehr ortsgebunden arbeiten, egal auch, ob ich Massagesalon habe, Verkäufer bin, auch ein Restaurant habe, egal was, ich bin ortsgebunden. Ich möchte nicht mehr ortsgebunden arbeiten. Ich möchte keine Termine vordiktiert bekommen, wie zum Beispiel ein Arzt, ein Anwalt, Geschäftszeiten, Post, Polizei. Fast alle Berufe kriegen die Termine vordiktiert. Die haben immer irgendwo zu sein. Ich möchte das nicht mehr. Alleine das zu realisieren, diese Punkte, ist schon schwer genug. Und wie gesagt, selbst Freunde von mir, die seit Jahren meine Instagram-Stories jeden Tag gucken, die haben das nicht verstanden. Die fragen mich dann dazu und sagen dann ihre Ansicht und ich denke so, du guckst doch meine Stories, warum sagst du das gerade? Ich verstehe das nicht. So, also das zu realisieren ist der erste Schritt. Und dann, was mache ich, wenn ich zum Beispiel eine Sportart lernen will? Also ich realisiere, ich will
keine Ahnung, tanzen lernen, als Beispiel. So, dann realisiere ich, ich will tanzen lernen und dann muss ich ja zum Sportverein gehen oder zur Tanzschule, damit ich das dann lerne. Das ist der zweite Schritt. So, und dann kommt es halt darauf an, ich muss es nicht nur verstehen, sondern ich muss wirklich es lernen. So wie beim Tennisspielen. Ich muss dann auf den Platz gehen und egal, ob du es verstanden hast, du kannst nicht spielen. Du kannst nicht spielen. So, ich kann dir sagen, hey, mach das so und genauso mit den Beziehungen. Ich kann dir sagen, hey, hör mal zu, so und so, gib die Macht nicht mehr ab. Wenn du deine Macht abgibst an jeden Hans Franz da draußen, der dich im Auto anhubt und du gehst sofort an die Decke oder dein Herz schlägt, dann hat diese Person im Auto, die du nicht mal kennst, hat mehr Kontrolle über dein eigenes Leben als du selbst. Du kannst so nicht glücklich werden, stabil glücklich werden. Kannst du nicht, weil du immer davon abhängig bist, ah, hupt der mich jetzt an? Wenn ja, dann gehe ich durch die Decke. Oder ist mein Chef jetzt doof zu mir? Wenn mein Chef jetzt zu mir sagt, ey, du hast deine Arbeit scheiße gemacht, dann ist mein Tag gegessen. Die Welt wird nicht immer positiv zu dir sein. Alle werden dir nicht sagen, oh, du bist so toll. Nein, so ist die Welt nicht. Aber wenn du das davon abhängig machst, was der sagt, was der sagt, was der Partner sagt, ah, der Partner sagt, ja, du bist ein Arschloch. Und dann bist du was. So, das heißt, diese emotionale Unabhängigkeit, die muss man nicht nur verstehen, weil du hast es ja jetzt verstanden. Ich sag dir das und du denkst, ja, stimmt, ich gebe nicht mehr meine Macht an jemand anderen ab. Und dann gehst du morgen zur Arbeit, dein Chef sagt dir, du bist scheiße. Was? Und dann hast du einen Scheißtag. Oder du wirst angehubt und obwohl du es im Hintergrund... Das heißt, du musst es dann trainieren. Und das ist egal, ob du tanzen lernen willst, Tennis lernen willst. Du verstehst, warum du einen Unterhandschnitt machst. Du verstehst, wie man tanzt. Aber du kannst es ja nicht. So, und genau das ist ja das im Matrix-Prinzip, dass wir es lernen mit verschiedenen Übungen. Und mit diesen Übungen, mit den Techniken, die auf 23 Jahren Erfahrung basieren, wirst du mir auch als nächstes schreiben, Cecil, Stress? Was? Was ist das für ein Wort? Kenne ich nicht. Weil das sind die Techniken, die man erlernen muss. So, und dann muss man sich natürlich überlegen, bleibe ich dran? So, also jetzt zum Beispiel, ich will tanzen lernen, warum eigentlich? Okay, ich will tanzen lernen, damit ich, keine Ahnung, im Club die beste Tänzerin bin oder der beste Tänzer. Dann fühle ich mich gut, weil alle mich angucken und mich sexy finden, zum Beispiel. Oder bei mir, ich will Basketballprofi werden. Ich will es unbedingt. Ich will so lange trainieren, bis ich Profi bin. Ja, alles klar, warum? Ja, damit die Leute mich cool finden. Damit die nicht mehr sagen, ey, du bist ein kleiner, hässlicher, fetter Junge. Ich wähle dich als letztes noch nach Sabrina. So. Und ich dann so, Alter, Mensch. So, ich war richtig sauer. So, aber ich wollte dann die Anerkennung und ein paar Jahre später, ich habe es mir dann geholt. Aber warum habe ich es mir geholt? Warum bin ich Profi geworden? Im Endeffekt nur, damit ich mich gut fühle. Das heißt, du hast ein Ziel, was langfristig ist. Was möchtest du? Eine Sprache lernen? Wahrscheinlich, dass du dann vielleicht in dem Land oder wenn du beim Italiener isst und du kannst auf Italienisch bestellen, dann fühlst du dich cool, weil die dann sagen, ah, voll cool, dass du die Sprache gelernt hast und so. Das sind die Emotionen, die dich eigentlich wirklich dahin führen. Und das ist auch das Ding, warum du dranbleibst. So das Endziel zu sehen. Ja, Cecil, aber ich breche immer ein. Ja, weil du das Endziel nicht verstanden und gesehen hast. Weil das Endziel zieht dich dahin, bis du dahin kommst. So, und egal welcher Punkt, das muss jeder verstehen. Wenn wir irgendwas lernen wollen, wie finanzielle Freiheit, dann es geht nur so. Das sind die Schritte. Mit allem. Mit Essen lernen, mit Gehen, mit Sprechen lernen, Sprache lernen, Tanzen lernen. Aber bei finanzieller Freiheit. Das muss ich nicht lernen. Das kommt irgendwann von alleine. Nein. Von alleine kommt, dass du die 30 Jahre unglücklich in deinem Job bleiben wirst und dann in der Armut enden wirst, weil wenn es da überhaupt dann noch Rente gibt, wirst du vielleicht, keine Ahnung, Minusinflationsrate mit 200 Euro auskommen müssen. Das ist die Realität. Das heißt, wir müssen es lernen. Beziehungsscheiße, immer wieder Streit mit dem Partner und die Psychologen sagen, ja, ey, Streit gehört zu einer gesunden Beziehung dazu. Bitte was? Das ist das System, was sie dir von oben sagen. Dass du bloß nicht glücklich wirst. Die schaffen es, dass 50% der Ehen sich in den ersten 10 Jahren scheiden. Wieso gehört was Negatives in eine positive Beziehung? Was ist das für ein Schwachsinn? Sie sagen dir, Kinder brauchen Zucker zum Wachsen. Was ist das für ein Schwachsinn? Zucker ist, habe ich Videos auf YouTube drüber,
Zucker ist genauso gefährlich wie Alkohol und sogar noch gefährlicher. Hat einen ähnlichen Stoffwechselvorgang, habe ich biochemisch alles erklärt. Die Maasai in Afrika sind im Schnitt 1,90 groß, sie essen gar keine Kohlenhydrate. Und unsere Kinder brauchen Industriezucker zum Wachsen. Das ganze System ist darauf ausgelegt, dass du die Klappe hältst, nicht wirklich aus dem System rauskommst, nicht gesund bist. Nein, das Gegenteil wollen wir. Und dass du gefangen bist. So, und wir müssen uns da einfach rauskämpfen. Und das sind die Schritte, wie man das macht. So, und wie lange läuft so ein Coaching? Also das Matrix-Prinzip läuft zum Beispiel ein Jahr. Jede Woche hast du die Aufgabe, das Video jeden Tag zu gucken, weil wir wissen, 90% von diesem Webinar wirst du vergessen haben. In 2 Wochen weißt du 90% hiervon nicht mehr. Und deswegen kriegst du jede Woche im Matrix-Prinzip, und das ist so wichtig, ein Video, was du jeden Tag gucken musst. Also das eine Video musst du mindestens 7 Mal gucken. Das ist eigentlich Material für viel, da steckt viel mehr Erfahrung drin. Und dann diese Übung jeden Tag machen. So, und wie zeitaufwendig, kommen wir gleich zu, aber das ist der beste Weg, wie es wirklich ins Unterbewusstsein reingeht. Und das ist so effektiv, dass ich jeden Tag unzählige Nachrichten kriege. Und ich poste das ja immer auf Instagram, die ganzen Feedbacks. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr das alles umsetzt. Es ist für mich so eine Erfüllung, dass ich diesen Schmerz, den ich auch früher selber empfunden habe, dass ich den ja aus eurem Leben rauskriege, weil das gibt mir eine extreme Befriedigung. Okay, und jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Wie findet man seinen Traumberuf? Indem man Sencha-Tee trinkt. Ich hoffe, ich schlucke nicht zu laut. Manchmal, wenn ich so auf Videos sehe, wie ich schlucke, dann denke ich so, ey, warum schluckt der denn so laut? Andere schlucken leiser. Naja, auf jeden Fall, wie findet man seinen Traumberuf? Und ich kriege die Frage immer, ja, Cecil, stimmt, ich will auch aus dem Hamsterrad rauskommen, aber ey, wie soll ich denn jetzt meinen Traumberuf machen? Ich weiß gar nicht so richtig, was ist denn mein Hobby? Ich sag dir, was dein Hobby ist. Dein Hobby ist ein schönes Leben. Dein Hobby ist ein schönes Leben. Es kommt auf Prioritäten an, weil wir haben alles nicht gelernt in der Schule. Alles. So, wir haben weder zu tollen Beziehungen was gelernt, noch zur Gesundheit, dass 50% von uns die Diagnose kriegen Krebs, wie man präventiv dagegen angeht. Aber von oben wird sowieso gesagt, du sollst 60% Zucker essen, weil das ist genau das, was sie wollen. Auf jeden Fall, wir lernen es einfach nicht. Was sind die Prioritäten? Hat dich schon mal dein Lehrer nach deinen Talenten bewertet? So von wegen, hey, du bist kreativ, geh mal in die Richtung. Du bist mehr der Pragmatiker, geh mal in die Richtung. Nein, wir sind einfach breit, wir lernen alle das Gleiche und fertig. So, es geht um die Prioritäten. Was hast du für Prioritäten in deinem Leben? Und alleine dieser Punkt, wenn du nicht deinen Job nach deinen Prioritäten wählst, dann kannst du nicht glücklich werden im Job. Und wir fragen uns immer, ja, warum sind 75, 80% unglücklich? Ja, keiner geht zuerst, was habe ich für Prioritäten und was wähle ich dann für einen Job? Das heißt, bei mir zum Beispiel, ich habe in Hamburg ein Angebot bekommen von einer großen Maklerfirma, weil ich habe sehr viele Wohnungen vermakelt und da bin ich an große Leute gekommen und die haben auch Wohnungen dann von mir besichtigt und ich hatte halt von der Materie, waren die überzeugt von mir, dass ich das gut verkauft habe und so. Und dann haben die gesagt, hey, wir würden dich gerne als Makler haben und so, haben die mich eingeladen ins Büro und die haben Zinshäuser gehabt. Also große Objekte für 1, 2, 5 Millionen oder so, da hatten die 150 große Objekte im Portfolio und haben dann gesagt, okay, du kannst für uns vermarkten, das wäre cool. Und du bekommst 40% von unserer Kotage. Also so ein Haus, sagen wir mal, nur bei 1 Million, ist die Maklerkotage 6,25%. Also sagen wir mal 60.000. Davon würde ich dann ungefähr 25.000 kriegen oder ungefähr die Hälfte so. Pro Verkauf. Und die haben 150 im Portfolio und die haben nur, ich glaube, 5 Verkäufer oder so. Das heißt, ich hätte extrem viel Geld verdienen können. Weil ich weiß, wenn ich da in dem Team wäre mit den anderen 4 oder 5, ich weiß, so wie ich bin, wie motiviert ich bin und wie ich Gas gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr schnell, wahrscheinlich einer der besten Verkäufer von denen gewesen. Das heißt, ich hatte das Potenzial, richtig Geld zu verdienen. Und dann haben die mich gefragt, ja, hast du eigentlich auch einen Anzug? Ich gucke so an mir runter.
Ich denke so, und jetzt kommt es auf die Prioritäten an. Ich denke so, Moment mal, die wollen mir jetzt sagen, was ich anziehen soll? Und da habe ich gesagt, Moment mal, meine Prioritäten in meinem Leben sind immer schon, dass ich mir nicht sagen lasse. Ich will mir nicht sagen lassen. Und erst recht nicht von irgendeinem Arbeitgeber, wie ich mich anziehen soll. Oder noch schlimmer, über meine Gesundheit entscheiden. So, das heißt, ich habe mir das überlegt, ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, Moment mal, ich bin ortsgebunden, ich bin zeitgebunden, die sagen mir, wann ich zu arbeiten habe, dass ich da ins Büro gehe, dann soll ich auch noch deren Dresscode anziehen, dann ist meine Zeit gegen Geld, weil wenn ich Besichtigung mache und mich um ein Objekt kümmere, dann, ja, dann ist, tausche ich meine Zeit gegen Geld. Da habe ich gesagt, da habe ich gedacht, nee. Moment mal, hier läuft was falsch, mache ich nicht. Sorry, ich habe den abgesagt. Ich habe gesagt, nee, sorry, passt gerade nicht und so. Ich bin motivierter, meinen YouTube-Kanal aufzubauen und so. Und du musst verstehen, ich hatte damals zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 30.000 Abonnenten und ich habe pro Monat über meinen YouTube-Kanal und meine Coachings vielleicht 1.000 Euro verdient. Das heißt, ich hatte ein richtiges Minus. Aber es hat nicht mit meinen Prioritäten zusammengepasst. Meine Prioritäten sind, wenn ich sage, ich möchte mit meinen Kindern Zeit verbringen, dann mache ich das. Wenn ich sage, morgen Mittag gehen wir spielen, dann mache ich das. Meine Priorität ist, dass ich selber über mich entscheiden kann, was ich anziehe. Meine Priorität ist, dass mir niemand dazwischen redet. Meine Priorität ist, dass ich meine Zeit nicht mehr gegen Geld tausche. Meine Priorität ist einfach, dass ich mir nichts sagen lasse. Punkt. So, das habe ich mir gesagt. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich baue lieber das andere auf. Ich verzichte jetzt kurzfristig auf viel, viel Geld. Aber ich weiß, langfristig gesehen hat das viel mehr Potenzial. Und das war jetzt nur die Geschichte, wie es bei mir war. So, aber du musst ja gucken, wie sind deine Prioritäten in deinem Leben? Hast du Kinder? Ist dir die Zeit mit deinen Kindern wichtig? Dann könntest du zum Beispiel nicht, keine Ahnung, einen Job als, keine Ahnung, Nachtschicht machen oder Schichtdienst oder so. Keine Ahnung, weil dann siehst du vielleicht deine Kinder nie, weil tagsüber musst du schlafen, abends gehst du arbeiten. Wenn deine Kinder genau andersrum leben, dann ja, und wenn das deine Prioritäten sind, Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und du machst einen Job, der nicht mit deinen Prioritäten zusammenhängt, dann wirst du nicht glücklich werden, weil das sind deine Prioritäten. So, und so hat jeder seine Prioritäten und danach müssen wir uns richten. Und das ist so ein wichtiger Punkt und das lernen wir nicht in der Schule. So, und da gibt es im Internet so viele tolle Möglichkeiten. Alleine Affiliate Marketing. Guck mal, Affiliate Marketing ist nur ein kleiner Weg. Da kannst du ein Produkt empfehlen. Sagen wir mal, du kennst das vielleicht, du hast, keine Ahnung, gestern mit deinem Partner über einen Staubsauger geredet und komischerweise, heute bist du bei Instagram reingegangen und hast oben komischerweise genau den Staubsauger vorgeschlagen bekommen, über den du gestern gesprochen hast. Und du denkst so, wie kann das denn sein? Zauberei, Facebook-Worterkennung. Aber du denkst, Alter, krass, da wollte ich doch gestern gucken, jetzt ist hier ein Angebot, krass, dann gehe ich mal drauf, klick. So, und dann kaufst du den Staubsauger darüber und vielleicht irgendwo in Indien sitzt ein 200 Kilo schwerer Mensch, total hässlich wie die Nacht, der sagt, ich schalte Werbung auf die und die, die und die Leute. Und wenn die auf die Werbung draufklicken, dann kriegt er eine Provision von 50 Euro. Und weißt du, was das Krasse daran ist? Keiner bewertet dich. Keiner sagt, ey, du wiegst über 200 Kilo, du passt nicht in unsere Firma. Keiner sagt, du bist hässlich wie die Nacht, du passt hier nicht rein. Keiner sagt gar nichts. Das ist Geld verdienen, ohne dass du einen Chef vor der Nase hast. Und das ist nur eine kleine Möglichkeit. Es gibt da so viel da draußen. Es ist nur eine kleine Möglichkeit, dass du siehst, heftig. Es gibt ja Möglichkeiten. Und das sind nur, ja, wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viel. Jetzt die nächste Frage, die ich auch immer höre, und das ist ganz wichtig. Habe ich genug Zeit, Cecil? Habe ich genug Zeit? Ich bin ja angestellt und ich weiß nicht, so ein Coaching machen. Habe ich genug Zeit? Und vor allen Dingen habe ich Kinder. Und dann geht das ja schon mal gar nicht. So, und zu beiden Sachen sage ich was. Also einmal, wenn du angestellt bist, 40-Stunden-Job hast, dann arbeitest du ein Drittel des ganzen Jahres hast du frei, also den ganzen Tag frei. Den ganzen Tag komplett frei, weil wir haben 52 Wochenenden, wir haben Feiertage,
Wir haben Krankheitstage, wo du trotzdem, auch wenn du krank bist zu Hause mit Schnupfen oder so, hast du ja trotzdem dein Gehirn und du denkst ja trotzdem. Und zum Beispiel ein Business aufbauen hat eigentlich fast nur was mit Denken zu tun. So, das heißt, du hast ein Drittel aller Tage im Jahr frei. Das heißt, wir haben genug Zeit und an den Tagen, wo du arbeitest, arbeitest du nur 8 Stunden. Wenn du was machst, was dich richtig zieht und wo du sagst, boah, ich habe ein Ziel, boah, geil, das will ich als nächstes umsetzen, jetzt plane ich mal das und dann mache ich das Projekt und dann verdiene ich vielleicht anstatt 100 Euro, habe ich eine geile Werbung geschaltet, voll cool, jetzt habe ich heute 700 Euro verdient, boah, jetzt bin ich noch mehr motiviert, irgendwie noch nach der nächsten Technik zu gucken, wie ich noch mehr verdienen kann und so. Wenn du irgendwas hast, einen Job in deinem Leben, der dich zieht, dann sind 8 Stunden also für mich, wenn ich die Augen aufmache, ich habe meine Ziele, ich habe mein Leben, ich will gar nichts anderes machen als das, was ich mache. Und für mich 8 Stunden, das ist so, da habe ich gerade erst angefangen. Ich ärgere mich dann immer abends, wenn ich müde werde, weil ich denke so, oh cool, ey, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Wenn du was findest, was dich richtig zieht, dann wirst du auch dranbleiben. Aber was wichtig ist, ist, dass es nicht darum geht, ob es dein Traumberuf in Anführungsstrichen ist. Also sagen wir mal zum Beispiel, du bist verliebt in Bonsai-Bäume als Beispiel. So, du liebst Bonsai-Bäume. Und aber im Endeffekt ist es egal, ob du einen Bonsai-Baum verkaufst weltweit online oder ob du Feuerzeuge verkaufst oder ob du Kabel verkaufst, wie mein Bekannter, oder ob du, wie ich, Nahrungsergänzung verkaufst oder Coachings, Infoprodukte, ob du ein E-Book verkaufst, ist eigentlich egal. Es kommt auf deine Prioritäten an. Passt das, was du machst, zu deinen Prioritäten? Das ist das Wichtigste. Nicht im Endeffekt, ob das Produkt, was du verkaufst, ein Feuerzeug ist oder irgendwas. So, auch beim Infoprodukt. Ich habe das schon öfter auch gesagt, das Beispiel. Und dieses Potenzial rauszukriegen aus dir, das ist halt, das geht auch nicht in 1,5 Stunden hier. Sondern wir haben so viel Potenzial in uns, wir lernen, wir wissen schon so viel. Also wenn du in deinem Bereich, weißt du schon, in deinem Bereich, in dem du bist, weißt du schon mehr als 98% aller Menschen da draußen. Das heißt, sagen wir mal, du bist Hebamme und du weißt, alle Schwangeren, die gehen dann zu dem einen Arzt, der sagt das, die Hebamme sagt was ganz anderes, dann hier Beckenbodentraining, danach Vorbereitungsübungen vor der Schwangerschaft ist wieder woanders, kein Plan. Was soll ich an Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Was mache ich, wenn ich Schwangerschaftsstreifen? Soll ich da irgendeine Creme drauf batschen oder was soll ich denn da machen? So, oder nach der Schwangerschaft sollen die Kinder Babybrei kriegen, aber das ist ja alles zum Teil voll mit irgendwelchen Giftstoffen. Muss das Baby dann Vitamin D bekommen oder nicht? Tausend Sachen. Was ist in den ersten Monaten? Wann kann ich abstillen? Wie fördere ich die Milchproduktion in der Brust? Oder wenn ich keine Milch selber produziere, wie mache ich das? Die Schwangeren sind verloren. Okay, es sind zu viele Informationen. Und ich habe neulich eine Umfrage gemacht auf Instagram. Wenn ich jetzt nicht meine Coachings anbieten würde, wo ich euch aus diesem Hamsterrad raushole, wenn ich nicht Ernährung anbieten würde, Ernährung und Körper und so. Wenn ich in einem anderen Bereich wäre und ich würde ein Coaching machen, eine komplette Schwangerschaftsbegleitung von vorschwanger, weil es ist schon wichtig vor der Schwangerschaft, damit man schwanger wird. Und ich kriege so viele Nachrichten jeden Tag, hey Sessi, es hat endlich geklappt, dass ich schwanger geworden bin. Vorher, durch die Schwangerschaft, danach Rückbildungstraining, dann wie man die Haut, was man für die Haut macht, dass keine Geweberisse kommen, dann danach die Ernährung der Kinder, bis es das Kind, sagen wir mal, 6 Monate alt ist. Wenn ich darüber ein Coaching mache, habe ich gefragt, würdest du 99 Euro dafür? Bist du verloren in dem ganzen Schwangerschaftsprozess? Weil ich habe das ja selber schon öfter durchgemacht, wie verloren man ist als Schwangere. Bist du verloren? Keine Ahnung, 98% haben gesagt, ja. So, würdest du ein Coaching von mir kaufen für 100 Euro? Nach einem Tag hatte ich über 1000 Leute, die gestimmt haben, sie würden sofort kaufen. Das sind 100.000 Euro. So, und ich habe das natürlich nur als Beispiel gemacht, dass du siehst, ey, das Potenzial ist einfach da. So, und das Lustige ist, nachdem ich das gefragt habe, haben mich ungefähr 50 oder mehr angeschrieben und gesagt, ey, Cecil, kannst du das bitte wirklich machen? Kannst du ein Schwangerschaftsprinzip machen? Weil ich vertraue dir, ich will, dass du mich da durchleitest.
So, und das ist natürlich nicht mein Bereich. Ich könnte es vielleicht sogar machen, aber es ist nicht mein Bereich und ich mache das nicht. Aber so, das ist das Potenzial, was wir haben, in deinem Bereich vielleicht. Und selbst wenn du das nicht hast, vielleicht, keine Ahnung, sind es dann doch Feuerzeuge. So. Und das Ding ist einfach, dass wir wissen müssen, dass wir emotional, vom Mindset her, finanziell, im ganzen Leben, weg von der Kontrolle, so ein hohes Potenzial haben. Und ich sage das immer wieder, weil keiner sagt es dir. Keiner sagt dir, dass du das Potenzial hast, da rauszukommen. In der Schule heißt es immer nur, nein, nein, ey, was willst du, Geld verdienen online? Nee, 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 alles Quatsch, alles Quatsch. Die 99% Zombies da draußen wollen nicht, dass du hochkommst. Und ich sage dir, jeder kann schaffen, deswegen auch du. So, und das Internet hat keine Vorurteile und das ganze Leben, das zu lernen, wie man Beziehungen führt, wie man Stress reduziert, das sind so machtvolle Techniken, die du alle erlernen kannst, die ich da im Coaching habe. Das ist unfassbar. Das Potenzial von dir ist unglaublich. So, aber leider kriegen wir es nicht gesagt. Aber ich sage es dir, du kannst alles erreichen. So, und jetzt gucken wir mal weiter, welche Fragen noch dabei waren. Ganz wichtige Frage. Darauf muss ich erst mal einen trinken. Warte mal. Cecil, schluck nicht so laut. Schluck leiser. So, ganz wichtige Frage. Was ist, wenn ich versuche, Cecil, und nicht schaffe? Das ist immer so geil, weil die Frage ist für mich die unlogische, weil einmal, du baust dir ja nebenbei was auf. Und es ist jetzt egal, ob Business oder ob du bessere Beziehungen führen willst oder ob du emotional unabhängig werden willst, du baust es dir ja nebenbei auf. Emotionale Unabhängigkeit aufzubauen, dass dein Chef dich nicht mehr nervt, dass du nicht mehr gestresst bist den ganzen Tag. Weil wenn wir gestresst sind, schütten wir Cortisol aus. Umso mehr Cortisol wir ausschütten, umso doller wird die Zelle abgeschnürt vom Sauerstoff. Und das führt dazu, dass es eher zu einer Krebszelle wird. Und da sowieso schon 50% von uns einmal die Diagnose kriegen, Krebs, ist Stress kein guter Ratgeber. Das breitet sich auf deinen gesamten Körper aus. So. Und diese ganzen Punkte zu lernen, das machst du nebenbei. Und jetzt auch beim Business, bei meinem Business, was ich mir aufgebaut habe, das war immer nebenbei. Personal Training war neben Basketball. Schon Basketball war neben Schule, weil ich bin ja zur Schule gegangen. Da hätte ich auch sagen, nee, ich gehe zur Schule, sorry, also da noch trainieren jeden Tag 4 Stunden. Ey, willst du mich verarschen? So, aber das war daneben. Dann Personal Training aufbauen, war daneben. Dann Nahrungsergänzung oder den Social Media Kanal aufzubauen, war neben Personal Training. Immobilien aufzubauen, war neben Personal Training. Dann neben Social Media waren die Nahrungsergänzungen. Das ist alles, das passiert alles nebenbei. Du kannst das ja nebenbei aufbauen. Also dieses, was ist, wenn ich es versuche, aber nicht schaffe? So, und da gibt es das perfekte Beispiel zu, habe ich neulich schon mal gesagt. Was würdest du machen, wenn du im Büro bist und du musst richtig doll auf Toilette, also so richtig doll. Und du weißt, oh, gleich geht es in die Hosen. Aber die nächste Toilette musst du 10 Minuten laufen. Würdest du sofort loslaufen oder würdest du sagen, oh, ist ja nicht so schlimm. Riecht dir was? So, nein, natürlich würdest du sofort loslaufen. Du würdest es versuchen. Und wenn ich dir sage, ey, du bist manipuliert über 20, 30 Jahre, dass du in deinem Job bleibst, den du nicht magst, damit du nicht dadurch reich wirst, nicht frei wirst und in 30 Jahren in Armut enden wirst, willst du versuchen, da rauszukommen? Und 99% so, nee, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Da denke ich, Moment mal, was? Nebenbei, versuch, lauf los. Wenn du auf Toilette bist und im Büro, dann hast du nichts zu verlieren, wenn du losläufst, weil wenn du es nicht machst, dann geht es in die Hose. Und du willst ja nicht, dass dein ganzes Leben in die Hose geht, oder? So, das heißt, du rennst los. Selbst wenn du es beim ersten Versuch nicht schaffst, dann geht es vielleicht 10 Minuten vor der Toilette in die Hose. Und dann sagst du, okay, alles klar. Ich glaube, ich muss mal jetzt lernen, wie ich vielleicht nächstes Mal vor einem 3-Stunden-Meeting nicht einen ganzen Bohneneintopf mit, keine Ahnung, Abführmittel dann trinke, sondern ich muss vielleicht weniger davor essen. Und dann merkst du irgendwann, oh, okay, alles klar, jetzt bin ich zwar auch wieder losgelaufen, aber 5
Meter vorher ist es in die Hose gegangen. Dann weißt du, ah, okay, alles klar, ich muss vielleicht mehr Ballaststoffe essen, damit das Essen länger im Magen bleibt und so. Du wirst ja immer besser. Und dann irgendwann merkst du, oh, krass, hier links neben dem Büro steht ja ein Fahrrad. Ich kann ja mit dem Fahrrad hinfahren. Das heißt, du wirst immer besser. Nicht zu starten, weil man Angst hat zu scheitern, ist das Idiotischste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Weil dann wird es definitiv in die Hose gehen. Weil du kannst ja deinen Rentenbescheid angucken. Du hast ja schon schwarz auf weiß, dass du dein Leben verschwenden wirst. Und 97% im Altersheim sagen, was hättest du anders gemacht im Leben? Alle sagen, also 97% sagen, hätte ich doch bloß mein Leben so gelebt, wie ich das wollte. Warum habe ich nur das gemacht, was andere von mir erwartet haben? Ey, natürlich. Und es, ja, ich habe euch das auch neulich auf Instagram gefragt. Ihr sagt alle das Gleiche. Okay? Okay, also, was ist damit der größte Fehler? Was ist der größte Fehler, den man machen kann? Nicht loszulaufen. Es nicht zu versuchen. Aufzugeben und sich in die Hose zu machen. Das Leben zu verschwenden, das ist der größte Fehler, nicht anzufangen. Zu scheitern ist gar kein Problem, weil scheitern ist sogar gut, weil wenn man scheitert, dann sammelt man Erfahrung. Und wenn man Erfahrung sammelt, wird man besser. Und wenn man ein besseres Leben haben will, muss man selber besser werden. Und ja, alleine so, ich kriege ganz oft Nachrichten von euch, weil das Gute ist ja, ich kriege ja ständig, ich kriege über 1000 Nachrichten am Tag. Und dann schreiben mir ganz viele, ja, Cecil, alles klar, Cecil, ey, diese Situation mit Lockdown, diese ganze Situation, dass ich merke, wir sind im Hamsterrad und so. Ich habe auch Kinder, ich werde alles dafür tun. Wie viel? Ich folge dir seit 5 Jahren, Cecil. Ich werde alles dafür tun. Wie viel kostet dein Coaching? Ich sage, was? Darauf muss ich erstmal einen trinken. Ich sage, Moment mal, was? Ich sage, jeden Tag, in jeder Story verlinke ich ungefähr 5-mal die Free Tour. 5-mal. Und meine Internetseite, da steht das. Du wirst alles dafür tun, aber hattest nicht mal die Mühe, einmal beim Swipe jetzt ab, einmal so zu machen. Das ist das Ding. Guck mal, früher hieß alles für ein Tun, für die Kinder tun oder fürs eigene Leben, alles tun hieß in Krieg ziehen, zu sterben. Früher hieß alles für die Familie zu tun, 18 Stunden auf dem Acker zu arbeiten. Frauen und Männer. Früher die Frauen, die Omis, die hatten alle so einen Buckel, weil die auch auf dem Feld gestanden haben. Früher hieß alles für eine Person oder für das Leben oder für die Kinder zu tun, hieß alles zu tun. Heutzutage heißt alles zu tun, auf einen Swipe-Up-Link zu klicken, nur um mal wenigstens mich zu informieren oder mal eine Free-Tour zu gucken, ist schon zu viel. Das ist das Problem. Das ist genau das Problem. Okay, deswegen, im Matrix-Prinzip, ich hab ein perfektes System erschaffen, und zwar, dass du nicht nur aus dem Hamsterrad rauskommst, sondern meine Erfahrung war, dass die Leute, die im Maximum-Prinzip sind, sehr zufrieden sind, sowieso jeder, der im Maximum-Prinzip oder im Matrix-Prinzip ist, also im Maximum-Prinzip geht es um Gesundheit, Ernährung, Körper, tollen Körper und so weiter. Gesundheit, Ernährung. So, und im Matrix-Prinzip raus aus diesem Hamsterrad. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jeder, der im Matrix-Prinzip oder im Maximum-Prinzip ist, hat mindestens 3 oder 4 Leute reingezogen, dass sie sagen, hey, ich bin so zufrieden, ich habe abgenommen, ich fühle mich besser. Ich habe einen ganz anderen Mindset, mir geht es besser, ich habe keinen Streit mehr mit meinem Mann, ich verstehe mich mit allen gut, ich lasse nichts mehr an mich rankommen, diese ganzen Sachen. Und dann erzählen die das natürlich, weil die so happy sind, und dann vermitteln die das mindestens an 3, 4 Leute immer weiter. Und da habe ich gedacht, okay, ich baue ein perfektes System auf. Wenn die Leute sowieso zufrieden sind, können sie mein Coaching weitervermitteln und kriegen dann auch noch 30% Provision. Und das heißt, wenn die Leute, die sowieso 3, 4 weitere Bekannte in das Coaching ziehen, dann haben sie das umsonst gemacht. Und diese Möglichkeit habe ich auch im Matrix-Prinzip. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das Matrix-Prinzip buchst, hast du 1 Jahr Zeit, wenn du Erfolg mit dem Coaching hast, was du haben wirst, dann, weil ich möchte nur, dass du was vermittelst oder empfiehlst, wo du wirklich hinterstehen kannst, dann kannst du es weiter verlinken über deine
Social Media oder über WhatsApp oder wenn dich irgendjemand fragt, hey, was hast du gemacht? Siehst ja gut aus und toll und so, kannst du immer sagen, hey, ich habe das Coaching gemacht, kannst du gerne über meinen Link buchen, kriege ich auch eine Provision. So, du hast ein Jahr Zeit und musst praktisch nur viermal das Coaching in einem ganzen Jahr vermitteln und hast es umsonst. So, und das ist eine Win-Win-Situation, weil ich kriege jeden Tag so viele Nachrichten und ich poste das auch immer, weil das läuft ja nicht weg. Du musst ja nicht nur die vier vermitteln, sondern du kannst ja mehrere vermitteln. Und so habe ich so viele Nachrichten, dass unabhängig davon, dass wir gemeinsam emotional frei werden und finanziell frei werden, hast du auch noch ein Nebeneinkommen, wo du die ganze Zeit auch noch verdienst dran. So, also das heißt, die Leute verkaufen natürlich viel mehr als nur vier Coachings, sondern viel, viel mehr und haben immer wieder ja, neue Umsatz dadurch. Also das ist das perfekte Problem und jetzt, also das ist das perfekte System. Und jetzt kommen wir dazu, was wäre dir das wert? Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf den Preis ein. Was wäre dir das wert, das alles zu lernen, wie du rauskommst aus diesem Hamsterrad? Also was wäre dir das wert, emotional, finanziell frei zu werden? Und ja, denk mal so, für dich, was wäre das? Also sagen wir mal, du würdest jetzt eine Pille bekommen und hier die Pille, zack, du bist jetzt finanziell frei, kannst arbeiten, wo du willst. Hast tolle Beziehungen, streitest dich nie wieder mit deinem Partner. Dein Chef ist dein bester Freund, du verstehst dich mit allen. Und was wäre dir das wert? Und jetzt kommt natürlich immer ganz oft die Frage: Ja, Cecil, aber was kostet das denn, wenn du mich ein Jahr wirklich coachst? Und die Frage kommt: Was kostet das, aber nicht, was bringt mir das? Also, jetzt zum Beispiel die ganzen Teilnehmer, ich habe es ja vorhin erzählt, alleine schon nur mit dem Affiliate-Programm, wo die die ganze Zeit über Verkäufe generieren, dass sie geschafft haben, in einem ganzen Jahr das Programm drei oder viermal zu vermitteln. Das haben die sowieso immer schon geschafft. Jeder, der eigentlich teilgenommen hat an Maximum oder Matrix-Prinzip, hat drei oder viermal das weitervermittelt. Das heißt, sie haben es nicht nur umsonst gemacht, sondern sie können immer weiter Einkommen generieren. Und das wird total vergessen. Also, was bringt mir das Ganze? Und die noch wichtigere Frage ist immer im Leben: Was ist der Preis, wenn ich es nicht mache? Was ist der Preis, wenn ich einfach jetzt morgen zurück zu meinem Hamsterradjob gehe, dass ich weiß, ich habe jetzt realisiert, okay, Moment mal, in diesem Job, den mag ich eigentlich nicht. Ich werde da die nächsten 30 Jahre bleiben. Ich werde in 30 Jahren eine Rente von 700 € kriegen. Mit der Inflationsrate wird das nur noch die Hälfte wert sein in 20, 30 Jahren. Was ist der Preis, wenn ich realisiere, wo ich drin stecke und nicht mal die Möglichkeit habe, mich rauszukämpfen und nebenbei mir was aufzubauen? So, ich habe überhaupt kein Risiko, wenn ich es mir nebenbei aufbaue. Und das ist eigentlich die wichtigere Frage. Was bedeutet das, wenn du es nicht machst? Oder noch eine Sache, die ich ganz oft höre: Ja, Cecil, alles klar, vielen Dank. Ich versuche es erst mal selbst. Und das ist so das Krasseste, was ich überhaupt jemals gehört habe, weil ich als Sportler, ich kenne sowas, ich habe das gar nicht in meinem Gedanken. Für mich ist klar, du hast niemals einen Sportler oder irgendeine Mannschaft gesehen, die alleine das macht, ohne Trainer. Hast du schon mal einen Boxer gesehen, irgendeine Basketballmannschaft, nicht nur professionell bei Olympia, sondern hast du schon mal irgendwo eine Mannschaft gesehen, die es ohne Trainer macht oder irgendeinen Sportler? Nein, man nimmt sich natürlich einen Trainer, der einem den Weg zeigt. Und das ist so das Schrecklichste, zu versuchen, es alleine zu schaffen, weil du sparst dir, wenn du eine Anleitung hast, meine Anleitung, ich meine, ich habe mir alles zusammengesucht über 20 Jahre. Das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Und du kannst natürlich auch, klar, jetzt 1000 Bücher lesen und studieren, dann kannst du mit 15 bis 20 Jahre mit Kunden zusammenarbeiten, dass du die Erfahrung hast, wie die Erfolge sich entwickeln und so. Kannst du alles machen. Und dann kannst du überlegen, okay, wie alt bist du in 20 Jahren? Denk mal ab heute, wie alt bist du in 20 Jahren? So, in 20 Jahren wirst du dann vielleicht, wenn du es auch vollzeitig darum gekümmert hast, wirst du dann das Wissen haben und dann kannst du richtig starten, loszulegen. Und wann wirst du dann die ersten Erfolge haben? Dann ist es vielleicht zu spät. So, vielleicht ist das genau das, was du verstehen musst, ist, dass natürlich nimmt man sich einen Weg, einen Coach, egal ob beim Sport, beim Sprachelernen, beim Gehen lernen, bei allem hast du immer deine Eltern, die dir beigebracht haben, okay, das Essen kommt nicht ins Ohr, das Essen kommt vielleicht in den Mund, wäre nicht schlecht oder so, oder nicht mit
Stiften gegen die Wand malen und nicht auf den Tisch pinkeln und so. Du hast immer eine Anleitung und es ist gut, von anderen zu profitieren. Das ist mit das Wichtigste. Und genau, deswegen kommen wir immer zu dem Punkt zurück, wo die Leute mich anschreiben und sagen, Sessi, alles klar. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sessi, ich würde wirklich alles tun. Ich würde alles tun. Ich habe zwar kein Geld, Sessi, aber ich will das Coaching unbedingt machen. Ich will mich und meine Familie aus dieser Versklavung holen. Ich möchte wirklich alles machen. Und dann sage ich, okay, alles klar, ist gar kein Problem. Wir finden eine Möglichkeit. Wie wäre es, wenn du 2 Stunden neben deiner aktuellen Situation, weil du sagst ja, okay, du hast jetzt nicht das Geld, 2 Stunden neben deiner aktuellen Situation irgendwo ein Hamsterrad-Nebenjob machen, wo du nicht dich konzentrieren musst, putzen gehen oder Tankstelle. Ich habe auch Security gemacht, Zeitung ausgetragen. Ich habe das auch gemacht, weil ich wusste, ich will langfristig da rauskommen. Ich sage, 2 Stunden nebenbei, Nebenjob machen in der Woche. Würdest du das machen? Ah, Cecil, also 2 Stunden, nee, wann soll ich das denn machen? Ich will zwar ein tolles Leben, ich will raus aus dem Hamsterrad, ich will finanziell frei werden, ich will emotional frei werden, ich will bessere Beziehungen haben, ich will Stressfreiheit, aber 2 Stunden extra in der Woche arbeiten? Nee, Cecil, das ist leider viel zu viel, deswegen geht das leider nicht. So, und das sind immer die Nachrichten, die ich dann bekomme, und das ist so krass. Also ich habe jetzt 2 richtig krasse Besonderheiten. Ich habe dir gesagt, in diesem Webinar gebe ich dir ein sehr, sehr krasses Angebot und du kannst dich darauf freuen. Und 2 Besonderheiten, die ich habe, und zwar ist es einmal, ich habe dir für das Coaching, das Matrix-Prinzip, das ist 1 Jahr Coaching, habe ich dir ein Programm, also ein ganzes Paket zusammengestellt. Also du bekommst praktisch jetzt in diesem Webinar mehr als nur das Matrix-Prinzip. Und dann die zweite Sache, ganz wichtig, ich habe auch nochmal die Ratenzahlung verlängert. Das heißt, du kannst nicht nur Sofortzahlung machen, 4 Raten, 12 Raten, sondern ich habe jetzt auch noch, damit es wirklich jeder machen kann, also wirklich jeder, habe ich jetzt auch nochmal die Möglichkeit drin, dass du es über 24 Monate abzahlen kannst. Und das habe ich neu mit eingebaut, weil ich dachte, okay, ich will einfach versuchen, wirklich jeden daraus zu holen, weil ich dieses Gefühl kenne, wenn andere Menschen über mich bestimmen. So, was sagst du mir irgendwie, wie ich meine Gesundheit zu gestalten habe, ob ich jetzt privat auf den Geburtstag darf. Ich will das alles nicht hören. Lass mich in Ruhe. So, und aus dieser Situation rauszukommen, das ist mir so wichtig, dass du das auch erfährst. Und deswegen habe ich gedacht, okay, die 24-Monatsraten kann sich wirklich jeder leisten, wenn er das will. Und deswegen packe ich das auch noch mit rein. Okay, was ist das Angebot für das Coaching? Eigentlich kostet das Matrix-Prinzip für das Jahrescoaching 1.997 Euro. Aber ich schnüre da noch das Maximumprinzip dazu. Das heißt, das Maximumprinzip, wo es um tollen Körper geht, Gesundheit, Ernährung, Mineralstoffe, um das ganze Thema Gesundheit. Das ist praktisch die Wurzel des Baums. Das ist das Wichtigste. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich packe das Wichtigste, das Maximumprinzip, deine Gesundheit mit da rein. Und ich habe das gesamte Maximumprinzip mit reingepackt. Das heißt, alle Programme, die es im Maximumprinzip gibt, Einsteiger, Fortgeschritten, Sportler, für Mann, für Frau, wirklich alles mit drin. Und wenn du jetzt, das würdest du zwar nicht, das ist hypothetisch, aber wenn du, sagen wir, alle Programme durchmachen würdest, für ein ganzes Jahr und immer wieder verlängern, weil im Maximumprinzip hast du 16 Wochen Zugriff, das heißt, du müsstest 2-mal verlängern. Wenn du das alles machen würdest, dann wäre nur der Wert dafür, für alle Programme, schon 5.940 Euro. So, natürlich würdest du nicht alle machen, aber wenn du im Maximumprinzip bist, kannst du auch zum Beispiel mit deinem Partner das teilen oder dann lässt du deinen Partner auch das Maximumprinzip mitmachen und du machst dann ein anderes Programm, fängst vielleicht am Anfang an mit einem Einsteigerprogramm, dann machst du danach fortgeschritten. Du hast 1 Jahr Zugriff auf alle Programme. Das ist auf jeden Fall mit dazu. Dann habe ich noch eine Sache mit dazu gepackt und zwar 20 Patreon-Videos und 50 ungelistete Videos auf YouTube, die ich irgendwann mal runtergenommen habe, wo ich mal eine 30-Tage-Routine gemacht habe oder ältere Videos, die ich nicht mehr online haben will oder bei Patreon einige privatere Videos und so, wo ich ein bisschen was erzähle aus meinem Privatleben und so. Das habe ich auch nochmal dazu geschnürt. Und die 20 Patreon-Videos habe ich so mit circa 50 Euro bewertet. Dann die 50 YouTube-Videos habe ich so mit 150 Euro bewertet, so 3 Euro pro Video. Aber das packe ich auch alles noch mit rein.
Und der Gesamtpreis von diesem ganzen Paket wären, ich habe ja gesagt, es ist hypothetisch, aber der Gesamtpreis, wenn du alles einzeln kaufen würdest, würdest du 8.137 € bezahlen. Ich mache dir jetzt gleich ein Angebot, aber erstmal möchte ich eine ganz wichtige Sache mit dir besprechen. Das ist auch wieder was, wir müssten die Sachen verstehen. Wären 8.137 € zu viel für dich, wenn du einen tolleren Körper hast, wenn du mehr Energie hast, wenn du keinen Stress mehr empfindest, wenn du dich mit deinem Chef oder mit deinem Partner verstehst, wenn es keinen Streit mehr gibt, wenn du Techniken erlernt hast, wie du keinen Stress empfinden kannst, geht dann nicht mehr. Deine Gesundheit, wenn du alles lernst im Maximumprinzip, wie du dich gesund ernährst, wie du mehr Energie hast, wie du finanziell dich herauskämpfst aus dieser ganzen Situation, wären das 8.000 € wert? Also in meinen Augen definitiv. Überleg mal. Wann hast du dein erstes Auto gekauft? Hast du mal ein Auto gekauft, dein erstes Auto? Keine Ahnung, hast vielleicht einen Kredit aufgenommen für dein Auto, abbezahlt oder wie auch immer. Aber nur damit wir das mal verstehen. Sagen wir mal, dein Auto hat 30.000 € gekostet. Was kostet dich das Auto in 10 Jahren? Du hast durch den Kauf vom Auto von 30.000 € hast du 50.000 € weniger auf dem Konto in 10 Jahren. Jetzt denkst du, hey, Sessi, Moment, 30.000, 50.000 weniger, das kann doch gar nicht stimmen. Ich erkläre es dir. Wenn du 30.000 € anlegst am breiten Aktienmarkt, S&P 500, in 100 Jahren hat er im Schnitt knapp 10% an Gewinn gebracht. Ganz einfach im Index angelegt. So, wenn man dann noch den Zinseszins dazu rechnet, du kommst dann die letzten 100 Jahre als Durchschnitt auf 10% Rendite pro Jahr. 30.000 € in 10 Jahren, 10% pro Jahr, wären 10 Jahre später natürlich 100% mehr. Das heißt, 30.000, die du hast, plus 30.000, die du dann bekommst. Das heißt, du hättest 60.000. Wenn du ein Auto kaufst für 30.000 €, wie viel ist das in 10 Jahren noch wert? Nur noch 10.000. Das heißt, entweder du hast nur noch 10.000 von deinen 30.000 oder du hast 60.000. Das ist ein Unterschied von 50.000 €. Heißt das jetzt, du sollst niemals ein Auto fahren? Nein. Das heißt, du sollst das Wissen dir ansammeln. So, und alleine das, was ich jetzt gerade gesagt habe, da denkt man so, ja, Cecil, irgendwie stimmt das, aber ist auch egal, ich brauche ein Auto. Es geht nicht darum, ob du ein Auto fährst oder nicht, es geht um das Wissen. Oder zum Beispiel, dass du jeden Monat 800, vielleicht 900 € Miete verschenkst. Das kommt definitiv nicht wieder. Das sind Faktoren, die können schon, alleine so kleine Schaltstellen können zu finanzieller Freiheit führen. Aber wir denken nicht drüber nach. Wir denken dann, ah, was kostet ein Coaching? 8.000 €? Nee, das ist ja viel zu teuer. Und das ist unser Denken. Aber ich habe dir gesagt, ich mache dir ein krasses Angebot. Also ich hätte diese 8.000 € sofort praktisch bezahlt und investiert. Ich meine, ohne eine Garantie zu haben, auf Social Media überhaupt irgendjemand zu erreichen, habe ich 30.000 € in mein Studio und Equipment gesteckt. Ich habe 50.000 in die Nahrungsergänzung gesteckt, ohne zu wissen, ob die Lieferung überhaupt, keine Ahnung, ob da Wasserschaden ist, der LKW umkippt oder wer weiß was. So, ich bin derjenige, der sagt, okay, ich investiere. Wenn es um mein Leben geht, investiere ich. So, also für mich hätte ich diese 8.000 € investiert? Ja, 100%. 100%. Aber ich habe dir gesagt, ich mache dir ein gutes Angebot und ich gebe dir das gesamte Paket, also wirklich alles, was du gesehen hast, Matrix-Prinzip, Maximum-Prinzip, alle Programme Maximum-Prinzip, die Patreon-Videos, die ungelisteten Videos auf YouTube. Ich gebe dir das gesamte Paket für 1.497 €. So, es gibt nur einen Haken. Der Haken ist, du siehst jetzt gleich hier auf der rechte Seite ist glaube ich da, siehst du einen Link, darüber kannst du reingehen, aber dieser Link ist nach Abschluss dieses Webinars gleich nur eine halbe Stunde gültig und es sind auch nur die ersten 5 Leute, die buchen können. Und wenn dieser Link nicht mehr funktioniert, wenn du siehst, oh, ist abgelaufen, geht nicht mehr, ist nur der Originalpreis, dann ist das Angebot erstmal leider weg. So, was hat das für einen Hintergrund? Ich sage es dir ganz einfach, wenn du zum Beispiel das Buch lesen wirst, Denke nach und werde reich, da wird es auch beschrieben, wie denken Erfolgsmenschen und wie denken Menschen, die nicht erfolgreich sind und niemals erfolgreich werden. Und es ist immer
Es sind immer zwei Arten von Menschen. Einmal die, die sagen, ey, geil, ich muss jetzt mich coachen lassen, geil, ich muss da rauskommen aus der Situation, ich will jetzt Gas geben. So, die entscheiden sich schnell und die bleiben möglichst lange an der Situation, also an diesem Ziel dran. Okay, ich will da rauskommen, ich will mehr von meinem Leben haben, ich will nicht auf meinem Sterbebett sein und sagen, oh, hätte ich doch bloß wie 97% der Menschen im Altersheim. Nein, das sind die Menschen, die sagen dann, geiles Angebot, ich nehme das jetzt und ich bleibe dran. Und dann gibt es die andere Art von Menschen, die denken 50 Jahre, 50 Monate, 50 Wochen auf irgendwelchen Situationen rum. Ha, soll ich, könnte ich, hätte ich nicht, nächsten Monat, in nächsten Geburtstag, nächsten Weihnachten. So, die denken viel zu lange drüber nach. Und wenn sie dann starten und nur ein Wind zukommt, weil es geht nirgendwo im Leben immer nur berghoch, wenn die erste Situation kommt, wo es mal ein bisschen schlechter läuft oder man einen kleinen Rückschlag hat, was normal ist im Leben, dann sagen die, ach nee, ich schaffe das nicht. So, und genau das ist es. Und deswegen ist dieses Angebot zeitlich begrenzt, weil ich will natürlich immer, dass du dein Ziel erreichst. Und ich will, dass du zu den Menschen gehörst, die sagen, alles klar, komm, lass uns starten. Was soll ich jetzt noch 5 Stunden drüber nachdenken? Was soll ich jetzt noch bis morgen drüber nachdenken? Was bringt mir das? Nein, es bringt gar nichts, außer dass ich morgen in meinen Job zurückgehe, in mein altes Leben zurückgehe und die Chance verpasse. So, deswegen nach dem Angebot, also wenn das jetzt weg sein sollte, sagen wir, die 5 Leute haben schon vor dir gebucht oder die Zeit ist abgelaufen, dann kannst du trotzdem noch das Coaching buchen. Und ich sage trotzdem noch, mach das Matrix-Prinzip, aber dann ist halt das ganze Paket nicht mehr drin. Und es kostet halt 1.997 Euro dann nur für das Matrix-Prinzip. Okay, genau. Und ich zeige dir jetzt einmal, wie du über den Link reinkommst. Also ich gehe jetzt mal auf den Link. So, hier bist du jetzt, wenn du auf den Link gegangen bist, siehst du hier das Coaching-Matrix-Prinzip, 12 Monate Coaching und hier ist der Preis direkt durchgestrichen. Wenn es noch klappt, wenn noch nicht 5 Leute vor dir gebucht haben, dann siehst du genau dieses Angebot, wenn die Zeit nicht abgelaufen ist. Und da kannst du hier entscheiden, okay, 4 Raten, 12 Raten oder sogar 24 Monatsraten. Und das sind 74 Euro. Wie ich vorhin gesagt habe, ja, Cecil, ich möchte aus der Situation, ich kann nicht mehr, ich will mein Leben verbessern, ich will da rauskommen, ich will für meine Kinder ein besseres Leben. Aber 2 Stunden Nebenjob zusätzlich in der Woche. Nee, das ist zu viel. So, und deswegen, das ist der Preis. Ich habe extra auf 24 Monate verlängert, weil ich gesagt habe, okay, jeder, der wirklich rauskommen will, der weiß, dass es eine Ausrede ist, wenn ich nicht 2 Stunden nebenbei was machen kann. Ja, Cecil, aber meine Kinder sind zu Hause. Ja, dann fragt dein Partner, Mutter, irgendjemand, Bruder, Schwester, kannst du einmal die Woche 2 Stunden, 3 Stunden auf meine Kinder aufpassen? Vielleicht abends. So, ich sehe das ja im Coaching. Viele Studenten, egal wie, die schaffen das. Die machen einen Nebenjob. Und dann haben die auch Erfolg, weil die Gas geben. Man muss immer Gas geben und dann kommt auch wieder was raus. Das heißt, für mich in meinen Augen, jeder, also auch du, kann diese 74 Euro 2 Stunden Nebenjob, wenn man es wirklich will, pro Woche machen. So, dann kannst du hier anklicken. Und was ganz wichtig ist, richtig klicken, okay? Bitte nicht, ah, oh, Cecil, ich habe zu schnell gemacht, war Einmalzahlung. Cecil, ich kann das gar nicht. Wie soll ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil das geht über Digistore. Es wird darüber gemacht. Ich habe mit den ganzen Abrechnungsgeschichten, Rechnungen hin und her schreiben und so, habe ich persönlich nichts zu tun. Deswegen achte bitte unbedingt drauf, dass du auch richtig klickst. Okay, weil das hinterher, man kann das hinterher nicht ändern und so. Und da entstehen schon sehr viel Kosten und das wollen wir alles nicht. Deswegen konzentriere dich jetzt einmal. Nicht so aufgeregt sein. Einmal hier draufklicken, dann auch zustimmen, weil das ist ein Online-Coaching. Sobald du den Zugriff bekommst, hast du gleich Zugriff auf die ganzen Ernährungspläne, auf die, auf das ganze Material praktisch, auch aus dem Maximum-Prinzip könntest dir schon die Trainingspläne runterladen und du hast schon alles. So, und deswegen musst du natürlich bestätigen, dass du von dem Rücktrittsrecht keinen Gebrauch machst, weil sonst hättest du alles bekommen, dann könntest du zurücktreten und das funktioniert so bei digitalen Produkten nicht. Deswegen sagt man immer, okay, ich bestätige, dass ich nicht zurücktrete. Genau, und dann ganz einfach hier Name rein, E-Mail, Straße und dann hast du hier die Zahlungsoption. Du kannst entweder eine Lastschrift machen, PayPal, Visa, funktioniert alles und dann einfach auf Kauf klicken und du bist im Coaching.
Okay, und dann können wir richtig starten. Also gleich, wenn du buchst, kannst du direkt mit der ersten Woche anfangen und das erste Video wird dich schon vom Hocker hauen. Also ich kriege so viel Feedback, Cecil. Die erste Woche, das, was ich die erste Woche gelernt habe, dafür hat sich schon das Coaching gelohnt. So, also lass uns direkt losstarten und denk nochmal daran. Das Geld kommt immer wieder zurück. Vorhin, als ich dich gefragt habe, weißt du noch, wie viel dein Auto gekostet hat? Weißt du es auf 100 € genau oder auf 1000 Euro? So hat es 30 gekostet, hat es vielleicht nur 25. Wir wissen das nicht mehr. Wir verdienen immer wieder Geld. Das Geld kann man immer zurückholen. Was kann man nicht mehr zurückholen? Das Leben, die Zeit, die Gesundheit. Okay, ich hatte ja gesagt, 50% von uns kriegen einmal im Leben die Diagnose Krebs. Das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Gesundheit behalten. Wir wollen unser Leben genießen und das kommt nicht mehr zurück. Deswegen. Also, ich würde definitiv jetzt die Chance nutzen und richtig starten und komme auf jeden Fall ins Coaching. Wir arbeiten da dran. Wir haben ein ganz krasses Jahr vor uns. Es sind so viele Techniken, so viele Möglichkeiten drin. Du hast auch das Maximumprinzip dabei. Tollen Körper, mehr Energie, gesund ernähren, alles erklärt, ohne auf was zu verzichten, weil es alles hier im Kopf ist. Und wir haben jetzt ein richtig geiles Projekt vor uns und wir wollen dich auf jeden Fall aus diesem System rausholen und dass du auch erfolgreich bist, weil mein Ziel ist, dass du mir auch, genau wie die vielen Leute, die mir jeden Tag schreiben und sagen, hey Sessi, geil, ich habe jetzt einen Autoreifenhandel, ich verdiene 1000 Euro am Tag oder ich bin ausgewandert, ich treffe hier auch in Dubai ständig Leute, Cecil, mit deinen Videos, vielen Dank, ich bin ausgewandert. So, und das ist das, was mich, das ist mein persönliches Ziel, das ist das, was mich antreibt. So, und deswegen, ich freue mich, wenn du richtig Gas gibst, wenn du dich da rausholst und wenn du mir dann auch irgendwann schreibst, Cecil, vielen Dank, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte und ich habe das und das und das erreicht und dann freue ich mich mega, okay? Deswegen gib jetzt unbedingt Gas, es ist nicht mehr so viel Zeit, jetzt kannst du buchen, jetzt läuft die Zeit und 5 Programme maximal, wunder dich nicht, wenn es nicht geklappt hat, dann hat es leider nicht geklappt, dann buch einfach das Matrix-Prinzip, dann ist aber nicht mehr das ganze Paket dabei. Aber gib auf jeden Fall jetzt Gas und das war es erstmal für heute. Dein Coach, Cecil.